Ups, kann ich die abbauen? Kann ich die einfach so ab... Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Ultra-Projekt. Ich stelle heute hier meine Kompressoren fertig und damit dann auch die, was war das andere nochmal, was ich brauchte? Ich weiß es gerade sehr viel. Eine Plate-Bending-Maschine, genau. Ja, die Plate-Bending-Maschine mache ich dann auch noch fertig. Dabei hilft mir auch gerade der Yannick, der mir hier gerade auch nochmal behilflich sein wird. Was labere ich? Egal. So. Ich gucke jetzt aber gerade nochmal, ob das mit dem Solarpanel funktioniert, weil das bereitet mir gerade irgendwie fast schon Kopfschmerzen. Da will man grüne Energie machen und man muss doch den Generator benutzen. So, ich nehme das jetzt einfach mal aus dem Generator raus. So, der Zwischenspeicher vom Generator ist weg und es baut sich nicht auf. Da kommt nichts durch, das ist seltsam. Warte mal, komm mal her. Ich nehme einfach nochmal die Bedbox und, warte mal, ich stelle die Bedbox jetzt mal direkt neben das Solarpanel. Ja, dann funktioniert es. Warum auch immer. Ich mach die nochmal weg, genau. Wo stell jetzt mal hin? Nee, warte. Dann machen wir das dahinter. Nicht das Solarpanel abbauen, das ist blöd. Ja, das ist mir auch schon einmal passiert. So. Echt? Das ist ärgerlich, ne? Man denkt nicht dran, man baut das einfach ab. Ist. Dann denkt man sich, fuck, wie konnte ich nur so dumm sein? Ja, gut. Du hast ja noch Glasfaserkabel, ne? Warte, ich habe auch noch eins. Machen wir das mal hier hin. Dann kommt hier hin die... Warte, ich muss das hier gerade mal abbauen. Ich will die Bedbox... Ah, jetzt geht auch. Warte, das ist... Nee, das ist falsch. Warte. Die wollte ich ja hier hin machen, genau. Mein Gott, wir bauen hier alles um. Ich mag das nicht, irgendwie alles so umzubauen. Ich weiß nicht. Warte, warte. Das ist wieder blöd. Genau, ich wollte die hier so nach oben haben. Genau. So, kommt da jetzt was rein? Nee, auch nicht. Ah, es ist doch Nacht. Es ist Nacht? Ja. Wäre ich jetzt... Weißt du was? Ich will es wissen. Ich mache auch sofort wieder Nacht. Ich will nur wissen, ob es geht. Geht es? Auto von Firma her kriegst du Strom. Okay, perfekt. Dann Timeset 16.000. Machen wir mal wieder. Das ist Nacht, oder? Okay. Ich wollte es wirklich nur testen. Ja. Okay. Dann habe ich die Stone Transport Pipe irgendwo abgebaut. Und zwar hier. Die muss da wieder hin. Und Kupferkabel. Ich habe an. Ah ne, hier habe ich Kupferkabel. Genau, so. Das muss nach oben hin zum Planter. So. Das sieht gut aus, oder? Ne, das da oben ist der Harvester, genau. Das sieht sogar sehr professionell aus. Schau dir das mal an. Ja. Professionell. Okay. Definitiv sehr professionell. Ja, und hat er ein bisschen Strom. So. Ja, ich habe gerade auch nochmal da wieder was reingemacht. So, perfekt. Gut, dann können wir weiterarbeiten. Ich brauche Electronic Circuits. Die muss ich mir jetzt herstellen. Und das Kabel hier, das isoliere ich auch gerade nochmal. Folge kommt morgen, die du vorhin aufgenommen hast, oder? Ich weiß noch nicht, wann die kommt. Also, ich habe heute ziemlich viel Ultra-Projekt aufgenommen. Und vorgestern auch nochmal. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade sowieso ein bisschen durcheinander, was die Folgen vom Ultra-Projekt angeht. So, ich brauche aber zwei Electronic Circuits. Das heißt, das machen wir... Ja, so. Warte, Electronic Circuit, dann hier... Das ging, glaube ich, so. Nein, du wolltest ja Rubber haben. Dann so. Ja, Rubber. Danke. Ich habe auch noch... Ah, vielen Dank. Das kann ich mir gleich direkt brennen, weil die Rubber-Bars brauche ich auf jeden Fall. Sehr nett so, von dir. Wenn du irgendwie noch Hilfe brauchst oder so, sag ruhig. Ich unglaublich nett. Aussehen. Danke. Vielen Dank. Bleibst du noch in der Aufnahme, oder? Ja, ich fühle okay. Mein Haus ein bisschen die Schaden. Leute. Okay. Ja, das ist... Ich fühle mit dir, wirklich, also... Ah, ist ja auch nicht so schlimm. Ich fühle definitiv mit dir, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich ärgerlich ist. So, hier haben wir Stein. Circuit Stone Machine Block, so. Ja, auch nur ein Haus. Ich brauche ja zwei Kompressoren, ich brauche sogar drei Kompressoren, das heißt... Stein. Ich habe niemals in deinem Haus eine Blume gesetzt. So, verdammt, ich brauche noch eine Circuit. Okay, ich habe schon mal einen Kompressor, kann ich ja schon mal hinstellen. Was brauchen die für Strom? Kannst du, glaube ich, dir aussuchen, zwischen Glasfaser oder normale Kupferkabel. Weißt du was, dann stelle ich den einfach hier so nebendran hin, perfekt. Ja, der bekommt auch Strom. Ey, das ist cool, wenn man erstmal so eine Stromversorgung hat, macht das sogar richtig Spaß. Ja, ich habe ja bei Neo, habe ich mir auch ein bisschen mit Strom geholfen.
Okay. Vor allem sieht es richtig stylisch aus, wenn da einfach mal so aus der Decke so ein Stromkabel kommt von oben. Richtig cool, ja. Eigentlich. Eigentlich nicht, aber egal. Man muss es sicher schön reden. Und die Baumfarm, die geht richtig ab. Also echt, das freut mich, dass die auch so einfach durchgängig gut funktioniert. So, aber ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten Kompressor. Jetzt wir uns reicht jetzt machen. Es. Keine Ahnung. Hast du irgendwas gemacht? Nö, okay. Jetzt noch nicht. Sehr gut. Ich war die ganze Zeit auch bei dir. Ja, da hast du recht. Also ich kann es bezeugen, dass du es nicht warst, was auch immer wieder bei dem schief gelaufen ist. So, Circuit, Stein, 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 Stein. Na, wie ging das nochmal? Ah, genau. Und einen Maschinenblock. Ein Maschinenblock haben wir noch. Da haben wir nochmal einen Kompressor. Und jetzt können wir uns die Plate Banning Machine machen. Plate. Oh. Oh. Geschieht ihm irgendwie recht. So. Gott bestraft immer. Plate Banning Machine. Dazu brauche ich Pisten, zwei Kompressoren und ein Conveyor-Modul. Alter. Das war ein Marvel. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Weißt du, was ein Conveyor-Modul ist? Warte. Das ist doch ein Scherz. Ich brauche dafür Aluminiumplatten. Aluminium. Und ich kann mir kein Aluminium herstellen, weil ich kein Aluminium-Ingot hab. Carbon... Wie bekomme ich Aluminium-Ingots? Kannst du mir das irgendwie sagen? Ich verstehe es einfach nicht. Aluminium... Warte. Aluminium-Ingots. Okay, ich Aluminium warte. Aluminium-Ohr. Ja, ich habe schon in Not Enough Items geguckt. Ich hab Aluminium-Ohr. Aber ich habe keinen Plan, wie ich das zu irgendwas verarbeiten kann. Das ist einfach die Hölle. Ich probiere jetzt aus. Warte. Okay. Probier das mal aus, weil echt, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich einfach wahnsinnig. So, ich hab hier meine Generatoren alles unten. Okay. So, warte. Ich brauche zwei Pistons, zwei Electronic Circuits, ein Conveyor-Modul. Brauche E-Batterien, Electronic Circuits, Glas. Warte, es geht auch mit Refined Iron Plates. Okay, warte. Es geht auch mit Refined Iron Plates. Ich brauche kein Aluminium dazu. Alles ist gut. Aluminium, geh weg, das Creeper. Das kannst du mit dem Electric Furnace brennen. Und dann kriegst du Aluminium raus. Echt jetzt? Ja, das kannst du einfach in den Furnace oder in den Ofen, glaube ich, geht das. Aluminium Ore. Ja, dann kommst Aluminium mal reinlegen und dann bekommst du raus. Was? Aluminium. Ja. Was? Ja. Warte, das ist ein Scherz, oder? Ich habe nämlich nachgefragt überall und alle von der Ultraprojekt Confi haben mir gesagt, ich brauche dafür so eine Industrial Furnace und ich bin wirklich fast wahnsinnig geworden. Also wenn das jetzt geht, dann küsse ich dir die Füße, wirklich. Warte. Es geht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Nee, dann habe ich aber normales Aluminium draus. Ich brauche Aluminium-Ingots. Ich brauche Aluminium-Ingots. Und daraus habe ich jetzt so normales, hässliches, klumpiges Aluminium. Und ich brauche jetzt Aluminium-Ingot. Oder geht es dann mit einem Macerator? Warte. Oder muss ich das in den Kompressor machen? Moment. Warte, ich habe einen Kompressor. Warte, ich bin immer. Moment. Ja, nee, da passiert auch nichts. Egal, ich kann es auf jeden Fall auch mit Refined Iron Plates machen. Warte, wie mache ich Refined Iron Plates? Refined Iron Plates. In the Plate Banning Machine. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Moment, stopp. Ich brauche, um mir Platten herzustellen, eine Plate Banning Machine. Ja. Und die Plate Banning Machine bekomme ich durch Platten. Ja, das habe ich auch damals gefragt. Aber da Basti eine hatte, habe ich mir von dem mal so. Und wie hat der eine gemacht? Frage ich mich auch. Weiß ich nicht. Das ist doch bescheuert. Ja. Weißt du was, ich fliege jetzt zu Basti und mach mir einfach eine bei dem. Das ist ja da. Das ist eine riesige Schleife an Logikfehlern, oder? Ja. Basti, darf ich deine Plate-Bending-Maschine benutzen? Ich verstehe es nicht. Also wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich Platten herbekomme ohne eine Plate-Bending-Maschine, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, aber ich bin gerade wirklich ratlos. Das sieht mir aus wie eine riesengroße Logikschleife. Das ist echt komisch. Ich habe da wohl irgendwas übersehen. Aber gut, benutze ich mal Bastis Plate Bending Machine. Ich kann jetzt auch gleich selbst eine machen. Und dann kommt das auch nicht mehr vor. Versprochen, großes Indianer-Ehrenwort. Nicht. Bei mir hat jemand auf meinem Grundstück einen Safe gesetzt. Echt jetzt? Warte, ich gucke. Und das war Blutzerer, ja. Kannst du sehen, von wem der ist?
Ja, von Flutze, der hat den Aussehen, glaube ich, damals mal gesetzt, okay, gehabt. Ja, wenn nicht, ich kann die selbst abbauen. Also wenn irgendjemand nicht mehr auf dem Server ist oder weg ist, dann kann man mir das gerne sagen, weil dann baue ich die einfach ab, weil, ja. So, warte, wo ist Bastis Plate Banging Machine? Weißt du das? Ich glaube, auf dem Haus oder in dem Turm. In dem Turm wahrscheinlich, ne? Oder wie sieht eine Plate Banging Machine? Ah ja, ich weiß, wie eine aussieht. Ich hab's ja. Nein, mein Jetpack ist leer. Okay. Als Gefängnis sieht so schön aus. Wir haben ein Gefängnis? Ja, ich habe hier eins gebaut. Was? Das ist lange. Ich war langweilig an einem Tag. Da habe ich einfach mal einen Livestream von mir, habe ich einfach mal angefangen, hier mal so ein kleines Gefängnis zu bauen. Okay. Warte, hier ist ein Rubber. Du hast nicht zufällig Rubber Tree Saplings, oder? Warte. Oh, mein Haus sieht total hässlich aus mit dem Dirt-Fenster. Ich muss mal auch kurz fragen, wie kann man eine Plate-Bending-Maschine bauen ohne Platten? Das wundert mich echt. Das ist total Rubber. Komisch. Oak Tree. Ich glaube, die habe ich alle mal verbrannt. Scheiße, ich brauche unbedingt einen Generator. Ich hasse das, wenn das Jetpack leer wird. Das ist so zum Kotzen. Also, das ist ein Solarhelm, ne? Komm gerade zu mir. Nee, ich bin gerade bei Basti am Turm. Und da ist nicht mal ein Eingang. Ja, ich baue mich schnell. Mach es gerade an. Warte, ich komme gerade zu dir. Ich gebe dir kurz meinen Solarhelm. Oh, warte. Oder? Ach. Ich bin gerade in dem Turm. Ich habe mich durchgebuddelt. So, machen wir alles wieder schön. Ich suche nur deine Plate-Bending-Machine, Basti. Was ist das denn? Alter! Ups. A Plate-Bending-Machine ist hier oben. Wo? Warte, wo bist du? Ich bin hier unten gefangen, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ich hab mein Jetpack. Wollen wir kurz die Jetpacks tauschen? Ja, oder warte, mach es grad. Ja. Dann kann meinst ich kurz hochflogen. Deins ist auch leer. Ja, ich geb dir meinen Solarhelm. Aber der funktioniert doch nicht hier drin, oder? Doch, du. Echt? Oder? Warte, ich probier ihn kurz aus. Warte, ich muss irgendwas rauswerfen. Nein, scheiße. Scheiße. Mein Gott. Warte, Vorschlag. Ich baue mich hier kurz raus und gib ihm gerade den Solarhelm, dann lade ich das Jetpack von mir auf und dann tauschen wir die kurz draußen. Ja. Okay. Mein Helm hebst du bestimmt gut auf, oder? So. Und das bauen wir dann natürlich alles wieder ab. Hey, ohne so ein Jetpack ist man nicht aufgeschmissen, oder? Ja. Vor allem kommt man hier aus diesem Kackturm nicht raus. Ohne sich rauszubauen. Wir machen natürlich alles wieder heile. So. Okay, es lädt sich auf. Es lädt sich nicht auf. Lad dich auf. Okay, jetzt lädt sich auf. Komm schon. Wie viel EU reichen? Was denkst du? 100? Sollten reichen, oder? Mach 300 gerade. Okay, 300, dann. Wird reichen, damit ich hier rauskomme. Alles klar. So, ich mach ein bisschen mehr. Das Problem ist, dass ich ja auch nochmal hier. Wohl, ja, das sollte reichen. Okay, Lol. Wo geht's denn? Ah, hier, okay. Warte, bitteschön. Hast du auch alle Sachen, die ich da rausgeworfen habe, wieder aufgesammelt? Ja. Okay, perfekt. So, oh mein Gott. Okay. So, Jetpack. Dein Helm? Ja, und dann. Okay. Ich bin ja hier schon, Warte, ich habe hier Fackeln liegen. Mein Helm. Warte, einen Stein hast du mir auch gegeben, warte. Stein! Gut, okay. Das war irgendwie echt ein bisschen seltsam, gerade. Ja, hier ist die Maschine. Ja, warte, ich muss gerade das Loch hier zumachen. Wir wollen ja brav sein und nicht böse. So, wo ist die Maschine? Einfach hochfliegen, oder wie? Ja, hochfliegen. Okay, ich hoffe, das reiche. Nein, ich bin wieder unten. Warte. Werf mir gerade den Jetpack runter, ich flieg schnell hoch. Hinter dir liegt der Helm. Ach, du hast mir... Der geht hier innen drin nicht, oder? Ja, der geht. Echt? Ah, doch, tatsächlich, okay. Einfach hochfliegen, das geht auch. Lädt es sich gleichzeitig auf, während ich fliege? Ja. Okay. Warte, ich muss irgendwas rauswerfen. Metallabslatzio brauche ich nicht, okay. Das lädt sich echt während dem Fliegen auf? Das ist ja cool, okay. Und wo hier ist die? Diese Plate Binding Machine. Ja. Alter, hat der sich das hier schon ausgebaut. Das ist krass. Mein Helm. Rotary Macerator Plate Binding Machine, okay. Ich mache mir jetzt Refined Iron Plates. So, 1, 2, 3. 3 Stück brauche ich für die Plate Bending Machine. Hat eigentlich jemand geantwortet, wie ich mir die. Nein. Das geht nicht, ne? Ich glaube, das ist unmöglich. Wie kann man eine Plate Bending Machine bauen ohne
Platten. Ich frag's einfach nochmal. Das ist echt ein riesengroßer Logikfehler, oder haben die sich die einfach mal Solarhelm so lang auf. Alles klar, danke. Dann versuche ich jetzt zu überleben, darunter zu jumpen. Du hast doch... Ach, du hast keine No-Fall-Boots? Ich hab, Long-Fall. Ah, okay. Der macht... Autsch. Der ist kein Chance, oder? Gut. Doch, ein bisschen. Ah, okay, dann fliege ich schnell mal zu mir zurück. Und du kannst auch gerne kommen. Dann gebe ich dir natürlich deinen Solarhelm wieder. Ich bin ja lieb. So, schnell mal zurückfliegen zu mir. Man kann die Eisenblöcke übrigens klauen hier vorne. Das ist aber, ja, das sollte man nicht machen. Obwohl hier Spawn Protection ist. Da, wenn ein Creeper losgeht, dann kann man die klauen. Oder auch es gibt eine Gravity Gun. Ja, oder mit der Gravity Gun, wollte ich gerade sagen. Es ist nur ziemlich assi, wenn man das macht. Obwohl die paar Eisen. Naja, das ist assi, wenn man das macht. Das ist nicht nett. Gegenüber den Leuten, die sich das ehrlich erfahren. Nee, gar nicht gut. So, da hinten läuft auch einer rum. Hey, der Server ist ja wirklich voll heute ausnahmsweise mal. Ja, heute war er noch voller. Mittwoch, es ist Mittwoch, ne? Ja. Es ist gerade mal Mittwoch. Seltsam. So ungewohnt. Da sind eigentlich immer nur so 1-2 Leute drauf. Ja. Und wir wollen nicht auf das Feld hier springen. So, und wo ist jetzt das Haus von Yannick? Da hinten, das ist an dem Turm. Hey, ich sehe den Turm nicht. Hast du nicht daran erinnert, bist du uns auf Fahr? Doch, aber das lädt so langsam nach hier bei mir. Ah, ich sehe es. Okay, perfekt, da ist es. Ist bei diesem Feed für Beast Server ganz komisch, dass es immer so lange zum Nachladen braucht. Okay. So, ich gehe schnell rein, lade meinen Teil auf. Oder spring schnell hoch, lade das Jetpack auf und werf den Solarhelm gerade runter. Kannst du auch wieder hochfliegen. So, das mache ich natürlich hier in die Batbox. Mal meinen Helm hier aufziehen, das Jetpack da rein. Damit sich das schön auflädt. So, ich werf dir den gerade da runter. Bitteschön. Ja, danke fürs Ausleihen. Und so lange sollte der gerade mal hier halten. Es funktioniert tatsächlich mit dem Solarpanel, das finde ich sogar gut. Dann mal schnell hier runter. So, lol, wie kommt die Spinne hier rein? Stirb. So. Ich nicht rein. Du kannst nicht rein? Nein, doch, warum? Ach so, okay, du kommst nicht rein. Ja, doch. Weil mein also du willst gerade aufladen. Ah, okay. Gut, ich brauche eine RE-Batterie. Dazu brauche ich Tin Ingot und Redstone und ein Copper Cable. Tin Ingot haben wir zum Glück einiges, glaube ich. Also hoffe ich. Aus. Wie bitte? Doch gut aus hier mit den Stangen. Ja. Geht, finde ich. Also, ich weiß nicht. Ich bin da immer so, ich weiß nicht, ich bin da so anspruchslos. Du hast doch Glasfaserkabel. Ja, das habe ich gerade auch vorher gesehen in der Kiste. Aber nur 5 Stück. Naja. Ja. Ja. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. So, hier haben wir auch nochmal Zinn. Wie viel brauche ich für... Was wollte ich nochmal machen? Genau, ich wollte eine Batterie machen. Ja. Das war das. Eine RE-Batterie. Dafür brauche ich... hallo? Ja. Genau, dafür brauche ich 4 Tin. Genau, das habe ich. Und 2 Redstone. Und ein Kupferkabel. Das heißt, das machen wir schnell hin. So, so, so. Und so. Also dann haben wir eine RE-Batterie. Dann brauche ich... 2 Electronic Circuits. Wie die hergestellt werden, sollte ich ja mittlerweile in- und auswendig wissen, aber ich weiß es komischerweise einfach nicht. Ich weiß nicht warum. So, so, so. So, 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 so. So, so. 2 Stück. Dann brauchen wir die Platten und 3 Stück Glas. Die habe ich auch noch da. Perfekt. Platten, Glas, Electronic Circuit. Irgendwas habe ich vergessen. Ja, genau, noch die RE-Batterie. Kommt in die Mitte und wir haben ein Conveyor-Modul. Und daraus können wir jetzt mit Hilfe von den 2 Kompressoren nochmal 2 Electronic Circuits, wie ich die Teile hasse. Und die Stadt sieht so ein bisschen schön aus. Also die Stadt? Ja. Die wird immer schöner, ne? So Eriks Baracke hier. Ja, die ist jetzt nicht so toll. Muss man nicht unbedingt zeigen. Der wohnt jetzt ja bei mir. Ach so, okay. Es ist bei mir eingezogen. So.
Genau, Electronic Circuits brauche ich nochmal. Oh Mann, nochmal, nochmal, zwei Stück. Echt, diese Electronic Circuits, die sind so unnötig, die regen mich einfach so auf. Ja, davon sollte man halt immer welche auf Lager haben, weil das man die so immer braucht eigentlich. Okay, hast du wohl durchaus recht. Oh Mann, ich brauche echt ein Auto-Crafting-Table oder ein Project-Table, das nervt nämlich auch, da immer raus zu müssen. So, Eisen, ich brauche Eisen. Ich habe kein Eisen mehr. Mal wieder. Nee, ich habe Iron Ore. Und das mache ich natürlich erst in den Macerator. Also wenn du das nächste Mal farmen gehst, musst du dir ein Candace-Bag machen. Ein was? So ein Candace-Bag, das ist so ein Rucksack. Ah ja, ja, davon hast du mir schon erzählt. Aber diesen, da gibt es nämlich auch so einen Doppelglitch, dass man die Sachen verdoppeln kann. Das haben ja, wir. Ja, das ist aber nur, wenn du das in den ersten. Okay, Slot ja, also das werde ich nicht benutzen. Was kann man denn mit dem Candace-Bag sonst noch so machen, außer du zu kannst, cheaten? Du hast mehr Slots für dein Inventar, also es ist wie so ein Rucksack. Okay, ja, das hört sich praktisch an. Also mehr Sachen mittragen. So, dann das Eisen schnell hier rein machen in den Elektronik. Also ich habe zum Beispiel einen fürs Farm, da sind ganz viele Spitzhacken drin und Essen und Fackeln halt. Okay. So, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche einfach nur zwei, Hab hier ein Project. Verdammt! Table. Also wir haben keinen Strom mehr. Ich habe auch keinen Strom mehr in meinem Rucksack. In meinem Jetpack. Verdammt! Wenn du Strom brauchst, ich kann. Kannst du gerade oben in den Generator Holz reinlegen? Also Holzplatten am besten. Ja, ich komme. Und ich mach's selbst, ich lade mein Jetpack kurz schnell ups, auf. Warte, ich komme sofort hoch. Ich bin gerade bei meinem Haus. Nee, achso, ja gut, dann bleib da ruhig, ich kann schnell hochfliegen. Ich konnte nur eben gerade nicht fliegen, weil mein Jetpack schon wieder leer war. Das ist ein bisschen blöd, ich müsste den Generator unten machen, das wäre irgendwie total komisch, wenn der Generator dann unten wäre. Mit dem Strom. Holz brauche ich. So, das Holz machen wir natürlich wieder zu Planken. Und irgendwie mache ich gerade alles Holz, was ich habe, zu Holzplanken. Das müssen wir unbedingt ändern. Müssen ein reiner Solarenergiehaushalt werden. Atomkraft. Nein, Solarenergie. Viel grüner. Der Ofen, der backt schön rum. Oh Mann. Ich brauche definitiv mehr Generatoren oder irgendwas in der Art. So. Doch leicht zu machen, Generatoren eigentlich. Ja, klar. Nur ich will das halt wirklich nicht mit Kohle machen. Am besten Solarpanels. Und zwar die Advanced, die schon mehr bringen. Und dann einfach ganz, ganz viele Batterien über die Nacht aufladen. Das wäre perfekt. Über den Tag, meine ich. So, das ja, läuft. Dann immer halt rausziehen. Ja. Ja gut, jetzt mit dem Holz geht das eigentlich auch noch relativ. Ja. Aber wenn ich wirklich immer Kohle verfeuern müsste, wäre das eine Katastrophe. So, dann kann ich mir jetzt auch endlich diese scheiß Circuits machen. Und dann brauche ich natürlich auch noch mal Eisen. Genau, ich brauche noch mehr Eisen. Verdammt. Und ich brauche noch mal Holz. Ich habe hier doch bestimmt irgendwo Holz, um es nicht... Ah, hier habe ich Rubberwood. Aber, ja, das mache ich jetzt ganz frech hier zu Holz und füttere den Generator damit. Dein altes Haus benutzt du nicht mehr, gell? Wie bitte? Dein altes Haus da oben benutzt du nicht mehr auf dem Berg. Nee, aber da will ich noch irgendwas mitmachen. Keine Ahnung was, aber irgendwie sowas voll cooles. Alles sah so schön aus. Ja, ich weiß. Ich fand's auch toll. Ist besser als ich. Eigentlich immer mit einer TNT-Kanone auch Nukes schießen kann. Was? Das probiere ich nachher mal im Singleplayer aus. Ja, mach das mal im Singleplayer. Oh mein Gott. Wenn das gehen würde, das wäre... Das wäre Hammer. Wahrscheinlich, ja. Wie viel brauche ich denn nochmal? Ich verwechsel es immer mit den Pistons. Ich denke immer, ich brauche für Pistons mehr Eisen. Dabei brauche ich gar nicht so viel Eisen für Pistons. Ich brauche nur ein Eisen für Pistons, dann kommt hier Redstone hin. Ich brauche vier Pistons, das heißt, ich brauche vier Eisen für Redstone. Cobblestone, 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 Cobblestone. Holz, 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 Holz. Das geht nicht. Andersrum. Was? Oh, das ist normaler Stein. Wie gehen Pistons nochmal? Oh mein Gott. Ah, doch, andersrum. Okay. Oh Mann. So, vier Pistons. Und dann kann ich jetzt... Pisten, 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 Pisten. Okay, jetzt wird's interessant. Weil wenn es... Oh. Ja, der hatte wohl gerade Internetprobleme. Oder er hat was im Chat geschrieben und ich hab's nicht mitbekommen. Ich rede ja eh nur die ganze Zeit, da bekomme ich natürlich eh nichts mit. Genau, dann müssen da die Kompressoren hin. Und jetzt nähern wir uns dem magischen Moment und wir haben eine Plate-Banning-Maschine. Yay! We want Banner. Okay. Ja, ach, ich find's cool. So. Können wir jetzt endlich unsere eigenen Platten binden? Das ist gerade das. Ups. Kann ich die abbauen? Kann ich.
kann ich die einfach so abbauen? Nein! 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 Ach, nein. Die nächste Plate-Building-Maschine werde ich einfach durch einen Zeitraffer erstellen und hängt es dann vor die nächste Folge.